Am Dienstagvormittag wurden die Feuerwehren aus Leer und Bingum hier zum Lidl-Markt an die Oemio-Straße in Leer gerufen. Dort war aus dem Pfandautomaten ein starker, vermutlich Ammoniakgeruch wahrzunehmen. Zwei Mitarbeiter hatten auch irgendwie was eingeatmet und hatten Atemwegsreizungen bekommen. Die sind selbstständig ins Krankenhaus gegangen. Als wir eingetroffen sind, waren die schon im Krankenhaus. Der Markt war bereits durch die Mitarbeiter geräumt. Ja, alarmiert worden durch die Leitstelle ist ein Feuer mit Gefahrgut. Deshalb sind jetzt hier zwei Feuerwehren vor Ort, konnten aber relativ schnell das Ganze wieder runterfahren. Wir haben im Bereich des Pfandautomatens Messungen durchgeführt, konnten nichts feststellen. Wir haben das gesamte Pfand durchsucht nach irgendwelchen möglichen Gefahrstoffen. Auch dort haben wir nichts gefunden. Vermutlich hat sich das Ganze jetzt wieder verflogen. Wir haben das Ganze noch belüftet hier und vor uns ist jetzt Einsatzende.